Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Ihnen ein kurzes Update zur aktuellen Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten geben. Sie sehen es hier im Chart dargestellt, der deutsche Aktienmarkt hat von seinem Allzeithoch bei 12.374 Punkten mittlerweile rund 16% verloren. Das ging sogar relativ schnell. Sie sehen es, nur 92 Tage hat der deutsche Leitindex benötigt, um dieses Minus zu produzieren. Aktuell der Markt ungefähr bei 10.432 Punkten, so zumindest der deutsche DAX heute aus dem Handel gegangen. Sie sehen aber auch, wir hatten vorher einen fulminanten Anstieg, besonders befeuert natürlich durch die Intervention der Europäischen Zentralbank. Wir hatten eine starke Abschwächung des Euros, das hat zur Fantasie bei den Exporttiteln geführt. Und wenn wir es uns insgesamt auch mal anschauen, hier im längerfristigen Aufwärtsschwung, das ist auch wiederum der DAX und Sie sehen jeweils mal dargestellt, den Trendkanal für eine Standardabweichung. Und wenn man das mal technisch formulieren möchte, dann muss man ganz klar sagen, okay, dieser starke Marktanstieg, der den DAX ja zeitweise auf plus 25% im Kalenderjahr 2015 katapultiert hat, das war etwas überzogen und wir sehen nun eine Korrektur dessen, was wir gesehen haben. Aber auf der anderen Seite sehen Sie auch hier, wir haben da auch schon nochmal ordentlich Luft. Weil eine Bewegung innerhalb einer Standardabweichung ist jetzt nicht sonderlich dramatisch und ist vor allem auch etwas, was man an den Kapitalmärkten immer erwarten muss, besonders in Zeiten wie diesen, wo wir natürlich unterschwellig verschiedene Interventionen der Notenbanken haben und wo wir auch ein erwartetes Verhalten der Marktteilnehmer an die Notenbanken haben, was auch durchaus mal Divergenzen und auch Unsicherheiten natürlich produziert. Also man kann es im Kern zusammenfassen, auch wenn die Bewegungen natürlich relativ stark sind, so viel ist da momentan noch nicht wirklich passiert. Wenn wir mal die kurzfristige Brille wegnehmen und das aus einem längerfristigen Kontext betrachten, wie Sie es hier sehen, dann sehen Sie, alles in allem sind wir noch in diesem Trendkanal, wie ich ihn eben beschrieben habe. Ein Grund natürlich auch China, was kommuniziert wurde. Sie sehen es hier mal dargestellt, die Entwicklung der Wirtschaftsleistung in China. Das ist das hier unten in diesen grauen Balken dargestellt. Und Sie sehen die Entwicklung des Aktienmarktes, des inländischen Aktienmarktes. Sie sehen diesen brutalen Anstieg, den wir gesehen haben in kurzer Zeit. Jetzt auch wieder eine gewisse Korrektur, die natürlich ebenfalls dramatisch ist. Und wenn man in der Vergangenheit noch sagen konnte, dass eigentlich so der Aktienmarkt irgendwie zumindest mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammenhängt, mit viel Goodwill könnte man das ja rein interpretieren, dann muss man sagen, hat sich das momentan vollkommen entkoppelt. Aber die Marktteilnehmer, die sind jetzt momentan relativ simpel. Okay, Probleme am chinesischen Aktienmarkt, das zeigt auch, dass wir Probleme in der Wirtschaft haben und alles in allem trifft das natürlich auf ein Umfeld, was momentan von Unsicherheiten geprägt ist. In der Conclusio, nicht hübsch zusammengefasst, aber ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. China, wir haben die Aktienmärkte, die taumeln. Aus meiner Perspektive der Bezug zur Realwirtschaft, der ist deutlich überzogen. Wir müssen uns hier einfach klar machen, dass natürlich der Festlandaktienmarkt in China noch ein bisschen wilder Westen ist, also von daher nicht zu viel reininterpretieren. Dann hatten wir heute noch Daten zum US-Arbeitsmarkt, da kann man sagen, die waren eigentlich in line. Andere volkswirtschaftliche Daten waren eigentlich soweit gut. Man kann es so interpretieren, dass die Zinserhöhung in den USA kommt. Da gibt es zwar viele Skeptiker, aber der Markt scheint es heute so aufzunehmen. Griechenland, da soll es Neuwahlen geben, irgendwann im September. Hier muss man auch sagen, das war natürlich auch zu erwarten. Aber das passt natürlich auch nochmal als Unsicherheitskomponente ins aktuelle Marktumfeld. Und ergänzend kommt natürlich hinzu, es ist Sommerzeit, es ist Urlaub, die Liquidität ist nicht besonders hoch, sodass wir in der Zusammenfassung dazu kommen, Mr. Market, der hat einfach schlechte Laune, wir sehen Risk-Off und dieses Risk-Off heißt natürlich auch, Leute, die sich im Euro verschuldet haben, um Vermögenswerte zu kaufen, die nehmen Risiko raus, müssen dementsprechend ihre Schulden im Euro bedienen, also steigt der Euro an und das ist momentan das Bild, was wir sehen. Ich glaube, man kann es durchaus so sehen, dass es momentan eine Bewegung ist, die wahrscheinlich in der Bewegung wieder überzogen ist. Aber so ist die Börse eben mal emotional. Es geht zu stark nach oben, es geht zu stark nach unten. Deswegen behalten Sie den längerfristigen Kontext bei Ihrer Vermögensanlage und lassen Sie sich nicht zu sehr durch die kurzfristigen Schwankungen und natürlich auch die vielen, vielen Nachrichtenanalysen, die Sie heute Abend und morgen noch lesen und hören werden, zu sehr verunsichern. Das war's von meiner Seite. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf